Hey, Sero und Josh Negroni, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jo, das kennt ihr eigentlich so an, so eine Brunnenkarren. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? Zähne ist da. Check alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Oh, 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 ja, der Melodie. Okay, von wo kommen meine Seelenverwandte? Kurdistan? Du und dein scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und windig morgen. Welcome. Herzlich willkommen zur Folge. Sag du. Nummer 6 und 9. Das ist 69. Oh, Vater. Hey, ich habe letztens mit dem Shidi auf Adlibs geachtet vom. Vom Luciano? Ja. Yeah. Der ist so mies geworden. Bro, Bro, das ist das Schlimmste. Weißt du, das Schlimmste? Oh mein Gott. Stell dir vor, er ist mal einfach im Studio. Bro, stell dir vor, er ist im Studio und macht so: Ey Bruder, ich mache jetzt die Adlibs, ja? Nach unserer Videomotte. Oh mein Gott. Du denkst so, wenn das, Bro, wenn das Kind das macht, denkst du so, krass, Bro. Ich muss einfach dort die Schule, weißt du, Willi? Für so Kinder mit speziellen Bedürfnissen. Ey, Bro, ich stelle mir so vor. Ja. Yeah. Jemand läuft hinein, er so, ey, was willst du denn, Junge? Pass mal auf. Und dann er so, der andere so, pass mal du auf. Er so, komm her, komm, sag mir ins Gesicht. Er kommt vor ihm, er so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro, der regt mich so auf Luciano, Mann. Aber also ich finde seinen Sound geil. Ich finde seinen Sound auch geil, Bro. Das Problem ist halt einfach, wir wissen alle, wenn jemand auf Sachen steht, wo jetzt zum Beispiel Kennex nicht als Heteronorm würde betiteln. Ich stehe immer auf so Sachen, weißt du? Aha, ach so. Ja. Lumineers, Bro. One Republic. Aber One Republic ist geil. Ist geil gewesen. Ja, machen sie immer geil. Also ich weiß nicht, aber... Ich bin immer das ist Dings Coldplay. Coldplay, Bro. Yeah. So ein dummer Kanal, okay. Ich habe 2009, habe ich glaube, letztes Mal... Also weißt du, damals haben sie ja die Lieder rausgebracht, wo so Dings sind. Wie die heißen da die... Ich so tot, wie ich nicht wissen, wie ich ausgehe. Du so, warte, hilf mir schnell. Warte, hilf mir schnell. Jetzt musst du die Sekunde irgendwie so tun. Ah, das... It's too late to apologize. Und der Typ hat irgendwie Teddy irgendetwas geheißen. Und damals haben sie am Energy Stars for Free, was auch immer, gespielt. Weißt du noch, das Ding Energy, ja. Wo mit SMS hast du dich. Genau. Und jeder, der halt Tickets gewonnen hat, ist in so einem Pool reingekommen. Und der Typ, der Teddy von, was weiß ich, von... Lumineers. Nein, One Republic. Ah, okay, jetzt auch. Der, Mann. Der, Mann. Der hat mir auf Combox angerufen. Dir? Ja. Yeah. Ist nicht so eine... Ja, ich so, hallo, Joldas, da ist der. Hi, Joldas, this is Joldas. Teddy. Very happy to... I'm happy to call you in Switzerland. I hope to see you soon in Energy Air 2020. In Zürich. Nein, ich finde schon, mein Audio kommt gut. Ja, ja, top. Du hörst mich gut. Du? Okay. Ja, ja. Oh mein Gott. Okay. Machen wir auch mit Lips aus dem Podcast. Hey, Füger. Nein. Das ist nicht so ein... Auf jeden Fall hat er mir angerufen. Mhm. Und nachher so, hey, das ist Terry. So beschäftigt wie du bist, ist gerade direkt Kombos gekommen. Ist direkt Kombos gekommen. Sogar nochmal er erreicht dich. Ich bin wie in der Schule gewesen, Bruder. Zweite Oberstufe oder so. Er so, hey, this is Terry. I'm looking forward to hear you at Energy Stars. Bla, 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 bla. Und das haben sie irgendwie an 30, 50 kamische Leute angerufen. Aha, okay. Aber dort, Bro, dort hat mein Ding angefangen eigentlich, meine Journey to Fame. Nachher bin ich so... Aber mit dieser Memo hast du nie etwas gemacht. Hey, Bro, was soll ich machen? Bro, ich hätte, also so wie ich dich kenne, von früher, hättest... Ich so markiert, Teddy auf Facebook. Du hey, Brother, thank you for calling. Weißt, aber, nein, weißt du, ich kenne, ich weiß genau, wie du bist. Du hast jetzt gemacht. Yeah. Du hättest sie markiert und geschrieben, it was a nice call, thank you, at. So, wieso, weißt du, wieso? Yeah, er hat mir angerufen. Yeah, du wärst yeah. Der, er hat mir angerufen. Thank you for calling me. Thank you for sorry, calling me. Sorry, I didn't have time to pick up. Next time, hopefully, you will... Arrived, rich. Der Peach.
Voll, Bro. Ja, es ist Mantic, folgt nicht mehr. Ja, oh, fuck. 69. Lustigerweise, Bro, letztens habe ich irgend so ein Video gesehen, wo so der grosse Bruder den 8, 9, 10-jährigen filmt. Und dann sagt er so: ha, 69, ha, do you understand? Dann sagt so der Typ so: nein, es hat Spaß. Dann sagt er ein bisschen: es ist ein Meme. Keiner weiß, was die Zahl bedeutet, aber wir lachen einfach. Er so: ah, okay, danke. Klar. Wie so zwei Kinder, die ich mal auch so auf Insta gesehen habe, die diskutieren. Einer sagt so, sein Kind zum anderen so: du hast einen kleinen Schwanz. Er so: I know, I'm a kid. Und er hat die Kerze, er so: I know, I'm a kid. Ey, aber wenn wir gerade beim Thema 69 sind. Smash. Können wir schon ehrlich sagen? Völlig überbewertete Stellung. Also nicht, dass ich jemals gefickt habe in meinem Leben, aber völlig überbewertet. Also bist du einer, der fühlt? Nein, aber... Bro, bei euch Problem ist, Kurdennase, Bro, ist zu groß, weißt du? Das ist mal der Götter mit. Vor allem, weil die halbe Nase ist im Götterin, Bruder. Du sagst, er hat gute Bohnen gegeben, Bruder. Sie am Nüssen, weißt du? Oh mein drin. Sie so, er fängt schon an, nein, ist mit Nase, chill. Schlimm und schwierig, sagt er, wie es ist. Also, ich verstand den Hype auch nicht. Es ist einfach lustig. Ja, das lieb, ich liebe es einfach zum Lachen. Nein, es ist einfach, Bro, keine Ahnung. Würde es eigentlich andere Zahl sein, statt 69, keiner würde so viel drüber reden. Also, du checkst ja sowieso nicht. Ja, ja, logisch. Weil ich komme 6 Mal, sie 9 Mal. Genau. Was suchst du? Ja, oder? Nein, Also, auf jeden Fall... Zurück zu deiner Frage. Ich glaube, gewisse Sachen sind unter gewissen Umständen immer schön im Bett. So. Nein, Bro, aber wenn du richtig Mensch hast, ist sogar. Ja, Bro, mir checkt. Check. Ich mein, ja, aber grundsätzlich so. Weniger. Also, ich meine, bist du an mich so am Hängen und denkst so krass. Jetzt. 69er. Jetzt einfach der Anus vor meinen Augen wäre Bombe. Also, Bro, wie die. Poetin und Dichterin Jenny Aiko mal gesagt hat, you gotta eat the booty like groceries. Ist die Fame? Jenny Aiko. Also schlimm Fame meine ich. Ja, kommt drauf an. Ja, man, sie macht Musik. Ah, ich glaube, das ist, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber so zum Thema 69 finde ich so mehr unschädig. Das habe ich, glaube ich, so sicher 10 Jahre nicht mehr gemacht. Also ich frage mich, ich habe mich immer gefragt. Die Leute sagen immer, Kamasutra dies, ich habe das gelesen und also, was machst du vor dem? Du sagst, ey, tschüss, eigentlich, Kapitel 16 geht es darum, wie ich dich zum Kopf bringe, Larche. Also, warte. Ja. Der Dings hat gesagt, der Kevin Hart hat mal einen Witz drüber gemacht, aber eigentlich hat er recht. Oh mein Gott. Er hat mal gesagt, weißt du, so, irgendwann bist du halt so lange mit der Person zusammen, die weiß sogar, welche Stellung du jetzt machst, wie du kommst, was du sagen wirst, alles, weil irgendwann ist halt. Du sollst Sachen probieren, aber Bruder, Kamasutra ist ja Gymnastik. Also, ich muss sagen, Kamasutra ist eines der wenigen Sexbücher, die ich noch nicht gelesen habe. Wie sagen wir? Das wäre so lustig. Nein. Hey, also ich glaube nicht, also, so wie ich es verstehe, es gibt ja, also meinst du, es ist ein Handbuch zu How to Fuck? Ich glaube, es ist ein Handbuch zu... Also so quasi mit Bildern, so Twister-mäßig, Hand auf. Ja, Rot so irgendetwas. Also wenn es Leute gibt, schreibt anonym, mache das Fake-Profil und schreibt, Bruder, ich habe es gemacht, oder ja, was auch immer, ich habe das Buch gebraucht und wirklich kann es empfehlen. Aber ich höre das nur in einem Zusammenhang, wenn jemand will sagen, wie schlimm er gefickt hat. Bruder, wie von Kamasutra gefickt? Nein, ja, das einzige Zusammenhang, wo ich das Wort immer wieder höre, sonst... Ja, aber denkst du nicht, also... Ich glaube, wenn du ja in der Beziehung so weit bist, dass du, wie soll ich sagen, dass du zusammen Bücher liest zum Vögel, dann, dann denke ich mal, du bist so weit genug, damit... Hey, sorry, Bro, findest du nicht, dass ich leiseliger bin als du? Du mal dort bei deiner Rechnung für Rechtspflicht? Schau da, wenn ich rede, ist der Ausschlag vom Audio so. Ah.
Hallo, hallo, das ist ein Test. Ui. Ja, ja. Mach Lüter bei dir. Test, du bist heiß. Sag mal nicht. Hallo. Hallo. Nein, das bin ich. Zwei. Ja. Oh, sorry. Alles gut. Ja, jetzt ist es, glaube ich, besser. Jetzt ist es besser. Also ich glaube, wenn du so weit bist, dass du zusammen das Buch liest, dann ist auch easy. Also dann kann man auch schnell chillen und sagen, hallo, jetzt muss ich so und so und so machen. Aber kann ich fick eh nicht mehr als zwei Minuten, also ich weiß nicht. Ja, also das ist wie so eine Sex-Playlist. Ich check nicht, wie machst du Playlist für drei Minuten ficken? Hast du mal zu Playlist? Bums. Ja, ja. Und in letzter Zeit sind ein paar peinliche Sachen passiert, weil ich höre halt immer wieder mehr Schweizer Rap. Und das rutscht immer wieder so einen Song rein, Bruder, wo einfach... Nützt. Ah, muss ich aufstehen, wie so ein Pinguin überlaufen zum Box, weißt du? Ist der Wechsel. Oder Handy führen. Ja, für das musst du jetzt eben eine Playlist machen, eine Ficker-Playlist. Soll ich eine Spotify-Ficker-Playlist machen? Ja, fix. So öffentlich quasi. Fix, und nachher tust du nur religiöse Lieder drin und sagst, du Missgeber, das will nicht vor dir. Nein. Was ist so dein Sex-Sound? Ich habe keinen Sound. Los einfach. Also hast du keinen Sex oder los ist nicht? Beide. Okay. Schon gut, ich auch. Also, du weißt, ich bin eigentlich immer so ein geschlossener Mensch, wenn es um das Thema geht. Ja. So, aber, also nicht mal über Musik reden. Nein, nein, doch, aber ich los keinen. Vater gerade? Nein. So nicht mal. Wie Musik passt. Sex nochmal, bitte, Sex, Sex. Wie Musik passiert, God damn. The sound of making love. Je nachdem, wie der Vibe ist, passiert sogar den Bau. Also, es gibt ja so... Ich dachte, das ist der Wut. Am Knabber am Fuß. Ja. Hey, weißt du was, scheißegal. Ja, ja, glauben wir das. Jetzt haben wir das, jetzt sind wir doch recht tief in das Thema. Ja, fix wie. Okay, also wir haben letztes Mal gefragt. Hast du gesehen, also wieder ein, ich weiß nicht, wie aktuell das ist, aber der Dimi, unser Kollege, wo wir der 80 sind, mhm, der hat mir geschrieben. Charlotte Dimi. Ja. Mir hat er vor dir geschrieben, ich gesagt, schreibe. Okay, mir hat er geschrieben wegen. Oder weiß, dir hat er geschrieben wegen. Wegen dem neuen Ding, wo du so kommst. Ja. Von gerade. Er hat mir nicht geschrieben. Wir sind, ich weiß nicht, wie aktuell wir sind, ob das vielleicht von heute ist oder nicht, kann ich fragen, aber wir sind auf 20 Minuten gekommen. Ah ja? Und er so, diese Podcasts musst du dir anhören. Mhm. Und dann ist, ja? Ja, sind wir drauf auf der Liste. Und dann ist das so, obwohl sie nicht immer politisch korrekt sind und so. Ah ja? Sind es doch, ja, ja. Dann soll es doch mein Schwanz ins Mund nehmen. Ja, ja, fix. Zuerst anfragen wegen Interview, nachher so. Nachher so, hä? Schau, Tobi, Mann, ich liebe dich. Also, du bist ein ganz geiler Sich, ich schwöre, mir liebe dich. Absolut geiler Sich. Du bist ein... Der Tobi hat mir letztens geschrieben. Ja, der Tobi hat einen Podcast, der heißt Andere Liga. Der ist geil. Sehr geil. Der ist der einzige, wo ich los. Ich als Nicht-Sport-Fan höre den sogar. Und er hat mir letztens einfach einen Screenshot geschickt von den Charts, wie er über uns ist. Kommentarlos. Die hat er geschickt? Ja. Jetzt bei DJ will ich Rewind machen. Ich nehme es zurück. Das ist der einzige Podcast, den ich nicht höre und niemals höre wird. Dann habe ich gesagt, machen wir, spielen wir so jetzt. Ja, spielen wir so. Vergleich. Er hat gesagt, Bro, einmal sind wir über euch. Nein, ich gönne es ihm, Max. Max. Aber warte, ich schicke dir schon die Dings. Unbedingt. Ich tue es auch Wort für Wort. Vorlesen? Ja. Diese fünf Schweizer Podcasts musst du kennen. Wer hat den geschrieben, den Artikel? Sag schon mal die ersten drei Wörter vom Artikel. Okay. Wir sind die unter den ersten drei Wörtern. Die ersten drei Wörter. Ob kurz und bündig, andere Liga oder gleichzeitig. Fertig. Fertig. Der Artikel kann da aufhören, nach andere Liga. Ja, fix. In der Schweiz gibt es ein vielfältiges Angebot an. Ne? Und dann kommt irgendwann mal kurz und bündig. Die Winterthurer Joldas, Gündodo und Zerat. Haben wir einen mit dem Vor- und Nachnamen hatte das mal. Das hast du gar nicht gern. Nein, das habe ich gar nicht gern. Egal, ja. Ich habe extra einen Künstlernamen gemacht. Auf jeden Fall, die Winterthurer so und so erzählen in kurz und bündig aus ihrem Leben als Migra-Kids. Ihr Podcast ist für Leute, deren Namen im Wort roten Strichen sind. Und dreht sich um Kulturkreises, Straßenweisheiten und Belanglosigkeit. Bis dahin kennen wir es. Das ist etwas, was wir immer wieder lesen. Wie wir das geschrieben haben. Aber genau, ja. Nimm mal. Weißt du so, meine benennt das, aber man ist bei dir vorhin. Yeah. Zwischen nicht immer politisch korrekten Witzen und provokanten Sprüchen finden sie stets Platz für Ernsthaftes.
Und das begeistert. Die Live-Podcast-Tour war innerhalb weniger Stunden ausverkauft und in den Schweizer Podcast-Charts kletterten sie immer näher an die Spitze. Sag Lüther, Queen, wer ist auf Platz 1? Wir sind Platz 3, wer hat sich auf Platz 1 an? Zero Dosage, ah, das ist der vom Noah Bachhofen. Vom Noah Bachhofen. Und gleichzeitig. Noah Bachhofen. Ist das nicht ein, gleichzeitig so ein Ding? Ich habe nur TLS 5 gelesen. Und ja. Aber es geht, glaube ich, es ist wirklich mehr. Es geht um in ihrem feministischen Podcast gleichzeitig sprechen Milena Bertschi und Eva Gaudenz über alles, was junge Frauen in der Großstadt Zürich beschäftigt. Okay. Unser Podcast. Einfach unser. Sie reden einfach nur über unseren Podcast. Sie sagen, wir kommen zu einer neuen Folge. Folge Nummer 77. Heute geht es darum. Ich hasse Männer, Bro. Ich schwöre. Aber sag mal, wer hat sich geschrieben? Ich habe kein Datum nicht gefunden. Das ist so ein tricky one. Wie sie wissen, wir suchen. Ich schreibe direkt. Wieso sind wir nicht auf Platz 1? Nein, es geht nicht um das. Mich stresst, dass ich mit ganzen Namen aufgeschrieben worden bin. Aha, ja gut, du kannst kommentieren. Aber Bro, es weiss mittlerweile jeder, dass sein zweiter Name Faker ist. Faker. Okay, wir haben schnell müssen schneiden, weil es hat etwas nicht funktioniert, aber das ist jetzt halt so. Wo sind wir gewesen? Der läuft. Nee, okay. Bis okay, also der eigentliche Grund, wieso wir heute Podcast aufnehmen, und zwar eigentlich, es gibt eine schnelle Folge. Genau. Weil wir sind nachher, machen wir ein neues Format mit dem SRF, wo wir vor der Kamera sind. Und die sind jetzt wahrscheinlich schon auf uns am Warten. Aber wir haben ein paar Fragen gestellt und wir haben gesagt, hey, fragen uns, über was sollen wir in der nächsten Folge reden. Und es sind mega viele krasse Sachen dazu. Gute Sachen. Unter anderem hat einer gefragt, Jaro-Grösse. Okay. Keine Ahnung. Traumberuf. Also schau, einer schreibt Traumberuf als Kind. Dings, Archäologe oder Astronaut? Geil, Archäologe. Ja. Wegen? Ich habe Dinosaurier zu krass gefunden. Und Astronaut? Ich finde es alle immer noch zu krass. Sollen wir mal dein Astronauten allgemeinwissen testen? Kompliziert. Es basiert vor allem auf TikToks. Okay. Erster Mensch auf Mond. Der Dings. John Cena. Also, weißt du nicht? Nein. Das ist ja Dings, der Armstrong. Neil Armstrong. Neil Armstrong. Genau. Es gibt noch einen anderen Armstrong, der im Velofahren ja etwas gemacht hat, aber der Doper. Der ist ein Doper, ja. Den haben wir nicht gern. Den haben wir gar nicht gern. erstes, also Jahr von der Mondlandung. 1974 oder so. Keine Ahnung. 69. Ah! Oh, fuck. Gut. Zitat, wo Neil Armstrong auf den Mond gegangen ist. Es ist ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer für die Menschheit. Krass. Okay. Dein erster Hund auf dem Mond. Woody. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Leslie oder so. Es gibt auch einen Affe, der schon war. Es gibt auch... Eine Frau? Ja. gut, dann die größte Raumstation. ISS. Fuck. Erkenner, okay, es geht weiter. Aber weißt du, zum Beispiel, letztes Mal hast du eine Frage gekommen, wie weit entfernt ist ISS von der Erde? Ja, 7. Frage, Bruder, ich so 3 Kilometer. Nein, das ist so, Bruder, wie 3 Kilometer. Wie viel ist? Es ist, glaube ich, irgendetwas mit 14, 15, 20 Kilometer, irgendetwas. Bro, ich weiß nicht, es ist auch viel. So mit Zahlen, Sachen. Ich ja etwas. Nein, das ist keine Ahnung. Okay, dann weiter die Astronautenfrage. Ist die Mondlandung echt? Ja. Okay. Letztens hat jemand wirklich ein gutes Argument gebracht, aber nicht, wie die Person gesagt hat, so. Du lügst und ich habe recht, so, es ist nicht passiert, sondern wir sind am Diskutieren und die Person hat gesagt, ja gut, wieso gibt es. Kein Bild von der Flagge, aktuell, wenn man auf den Mond geht. Und das war echt ein faires Argument, weil ich habe gegoogelt und sie haben gesagt, die Leute bringen das gerne als Argument, weil das Ding ist, du kannst ja nicht, wenn die Flagge da auf dem Mond ist, so füttern. Du fütterst ja von irgendwo und dann ist halt die Flagge leider von oben. Nachher habe ich aber Fotos gefunden, wo sie dann auch gesagt haben, ist eine gute Frage, gutes Argument und so, aber es gibt da sogar noch kurz, es hat so Fotos gegeben, wo so die Flagge, Schatten vom Flagge gesehen und dann glaube ich ein Schritt oder so ganz Dings. Also bist du voll reingehend in Rabbit Hole? Nein, ich finde einfach, es gibt nichts Schöneres als Weltraum. Nichts. All die Planeten, all die Galaxien, nichts. Auch nichts Erschreckendes, oder? Hey, zum Beispiel eben, wenn du überlegst, eigentlich könntest du, blöd gesagt, jetzt im All fliegen Richtung nächste Galaxie und du wirst das nicht in deinem jetzigen Leben erreichen. Also du müsstest 1600 Jahre alt werden, so, das erreichst. Und deswegen, ich finde es brutal schön. Es ist so etwas Natürliches.
es ist nicht etwas natürlich, also es ist weder böswillig noch, noch lieb, es ist einfach natürlich, es passiert. Das ist für eine Frage. Also interessiert irgendjemand in diesem verfickten Raum, was mein Wunschjob gewesen wäre? Was wäre dein Wunschjob gewesen, sorry? Ach, schon gut. Als Kind? Ich wollte Wissenschaftler werden. Ja, also Erfinder. Ich will Erfinder. Es fängt immer mit dem Gedanken als Kind. Wow, ich will unbedingt. Soll ich dir ehrlich sagen? Was will erfinden? Ich habe Mangas geliebt als Kind. Ja, safe. Und ich habe so fest, so ein lustiges Taschenbuch, Mangas, alles, ich habe geliebt. Und ich habe so fest geliebt, ich habe sogar während dem Baden und Duschen lesen. Wirklich so. Smart. Und dann habe ich gedacht, ich erfinde ein Buch, wo du unter der Dusche lesen kannst. Smart, Bro. Dann habe meine Mutter gesagt, du behindertes Kind, kennst du nicht Laminiergerät? Kennst du nicht? Kennst Plastiksack. Kannst du nicht, ich mach deine Hand weg von Wasser. Bro, ich dusche einfach nicht mit dem Lesen, Mann. Ja. Die speziellste Begegnung mit einem Fan, positiv oder negativ? PS, die Vinti Live-Show war Bombe. Ich küsse dein Herz, sie war wirklich geil. Sie war wunderschön. Luzern, ausverkauft? Bist du ready? Es sind über 400 Tickets, Bro. 450 Leute kommen. 450 Leute kommen. Also 440 sind Tickets und es ist nie so viel wie Tickets, es sind immer Leute am Stand, aber 450 Leute. Das wird heavy, Bro. Das haben wir noch nie gemacht. Ja, das haben wir noch nie gemacht. Und am Samstag ist Bern, das ist auch nochmal aufgestockt worden. Ich weiß nicht, sind wir dort ausgekauft, keine Ahnung. Keine Ahnung. Es ist ja, ey, das wird heavy, Bro. 450 Leute. Das wird heavy, Bro. Vor allem letztes Jahr war Luzern sehr ein Herzpflaster. Ja, ja. Stell dir vor, machst du, wie ist 450 Leute so? Du hast nur grillen. Zirp, zirp. Nicht einmal, du kannst grillen. Du, Arsson, man geht weg von der Bühne. Klar, das nicht, ich bringe euch. Nein, ja, kann ich. Also, ich bin überzeugt von uns, dass wir unser Zeug gut machen. Weil wir haben immer mehr dazu gelernt. Yep. Aber, wie du sagst, letztes Jahr war es ein bisschen hart gewesen. Ich muss aber auch sagen, nachdem wir ein paar Shows gemacht haben, haben wir erwartungshaltig immer gehabt, also nicht, weil wir kaputt lustig sind, aber weißt, an unseren Shows haben wir immer spürbar gemerkt, dass Leute es lustig finden, lachen ja, und ja, so. Ja. Und wir sind auch mit der Erwartung auf Luzern gegangen. Also das ist einfach normale Erwartung geworden. Wir haben gesagt, wir müssen kaputt lachen. Wir sind so, okay, es läuft wie immer. Und dann sind wir gegangen und dann haben sie halt doch nicht so oft gelacht. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, ob das Ausrede ist, aber Leute sagen, Künstler wie auch Leute sagen, hey, Luzern ist Herzpflaster für Leute, die nicht von Luzern sind. So. Ja. Es ist so ein bisschen, sie haben so Erwartungshaltung an dich. Weißt, wenn sie sich nicht kennen, dann ist voll so erwartungshaltig rum. Und wir haben das halt, ja, nachher dann gesagt, ich glaube, scheiße gelaufen und so. Voll. Weil nicht so viel gelacht wurde wie andere Standorte, aber nachher haben sie auch früher geschrieben, beim Fotos machen, weil ich mache das immer. Mhm. Du glaubst auch immer nach jeder Show, wenn wir Leute treffen, nachher noch kurz reden gehen, Fotos machen gehen. Ich frage immer, welche, also wir machen immer zwei Blöcke, welcher Block hat dir am meisten jetzt gefallen heute Abend? Ja, 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 ja. Und gibt es etwas, wo wir verbessern können? Unabhängig von welchem Block. Mhm. Wirklich, ich will es immer wissen, weißt du? Und letztes Jahr in Luzern habe ich Leute gefragt und dann haben die einfach gesagt, nein, ist super, ist lustig. Und dann haben wir ja gesagt, den Leuten, wir sagen, ja, aber wie meinst du das? Weißt du, so, Leute haben schon gelacht, aber Leute haben nicht extrem viel gelacht. Und dann sagen, nein, das ist Luzern, ich darf das nicht so persönlich nehmen und so weiter. Jetzt, du hast vielleicht auch mit ein oder anderen Luzern-Künstlern noch geredet und so, aber. Hey, keine Ahnung, ich glaube, es ist einfach schwierig, Comedy so vor allem. Also, weißt du, so, ich meine, man muss sich, glaube ich, auch fragen, als Leute kommen dann einfach an die Show zum uns sehen ja. Und zum unseren Podcast live hören. So, ich glaube, es geht auch nicht immer darum, dass man rausläuft und es ist mega lustig. Also, voll, weißt du, so, also, wir haben ja wirklich viel das Feedback bekommen, dass die Folgen lustig sind und dass sie mega Spass haben und alles. Aber das Ding ist halt wie auch so, wir haben auch mega hohe Erwartungen an uns selber. Ja, weißt? Ja. So, und ich meine, eben das Ding ist halt, wieso, wir dürfen nicht vergessen, wir haben kein fertiges Programm. Also weißt du, wir schreiben ja nicht Witz und sagen, oh, das, da können wir so und so und so an dem arbeiten, sondern zu 90% ist das natürlich auch Freestyle. So. Yes, ja. Aber ja, es ist geil. Leute haben Spass und ich habe auch das Gefühl, wie du sagst, wir stellen uns sehr hohe Anforderungen. Weil nach Luzern haben wir zusammen auf dem Heimweg geredet und ich habe dann auch so mit dir über den Abend schnell geredet und dann haben wir auch gesagt, so, Bruder, wir haben jetzt ein anderes Bild, Leute sagen etwas anderes, aber auf jeden Fall, vielleicht müssen wir einfach generell mal
auf eine, sage ich, unsere Show, wie soll ich sagen, unsere Show ist nur dann eine gute Show, wenn es Comedy beinhaltet und wenn es lustig ist, weißt du? Vielleicht müssen wir auch aufhören, so uns die Erwartung stellen, weil grundsätzlich, Bro, unser Podcast, er ist ein Comedy-Podcast, aber er ist nicht nur ein Comedy-Podcast. Voll. Ich meine, es gibt andere Leute, die haben zum Beispiel einen Comedy-Podcast und sind gar nicht lustig. Ja. Aber ja, der Stefan Büser kann machen, was er will. Wanka. Nein, sag ich. Ey, Bro, look, er bedient seine Herr und Frau Müller und mir bedient Herr und Frau... Krasnitschi. Du hast es... Nein, sag ich. Hey, aber die lustigste oder schlimmste Erfahrung mit einem Fan? Die schlimmste... Die schlimmste... Hey, ich habe bis jetzt... Also, wenn es etwas richtig schlimm gibt, dann möchte ich das nach der Kamera sagen, weil du weißt, wenn. Ah, ja, das ist nicht so lange her. Ja, ja, okay. Das war unchillig. Aber sonst an und für sich... Fair. Und ich glaube, keine unschuldige Begegnung kann, nie. Das Einzige, was ist am Anfang habe ich mich nicht so... Ist alles neu für mich. Ich war schüchtern und so nicht gewusst, was sagen. Oh, doch, etwas ist passiert, was unschuldig war. Einer ist so gekommen, ich bin kurz bevor ich in mein Haus hineinlaufe. Yeah. Und er so, ey, bist du nicht? Ich so, ja, vorher haben wir geredet. Und nachher, während wir reden, er so, ja, ne, macht einfach so... Nimmt Handy führen, geht Snap und fängt einfach aufnehmen. Ach. Er so, was läuft auf da mit dem Zero? Grüß etwas. Und ich habe gedacht, er wird mich ziehen. Ich so, Bruder, was ist das? Er so, von dem bin ich. Ich so, grüß an der Ort. Alter. Da bin ich. Er so, ciao, ciao. Und nachher ich so. Das ist so unschuldig. Weißt du, wenn so mit, darf ich wenn Leute sagen, kannst du, das gibt es immer wieder, kannst du einen Snap machen für meinen Kollegen oder Kollegin? Kein Ding. Aber er so, ja, voll, Bro, ich führe euch voll brutal. Einfach da mit dem Zero, grüß. Ich habe eben obdachlos ausgesehen, ich muss sagen, wo ich kaufe, weißt du? Ich habe mich kaum, ich habe keinmal geschaut, ich so, Bruder, ekelhaft, Bruder, ich würde nicht schicken. Sag dir ehrlich, ich würde niemanden schicken. Aber ich weiß nicht, das ist ekel, das ist unschuldig. Und Schöne gibt es. Schöne sind eigentlich alle anderen. Ich habe noch letztens ein Video gesehen von jemandem, der so Handy für ihn nimmt. So ein TikToker, glaube ich, der so zum anderen anläuft und dann sagt er so, was hast du gesagt letztes Mal? Oder irgendwie Baba oder kassiert ein gottlos Fisch. Habe ich es nicht mit dir auch in der Miene angeschaut? Vielleicht ändert er mit Miene. Oh, aber ich könnte es am Miene gestickt haben. So lustig. Also er hat, glaube ich, einen gesagt, er so, hey, du hast mit ihm geredet und so. Und nachher kommt er ihm live auf Fußstück. Ja, genau, das, ja, das. Ja. Hey, dann hast du dazu. Bro, weißt du, was meine unschuldigste Erfahrung war mit so... Bitte? Eben Leute, die sich als Fans überzeichnen. Bro, ich war in Longstreet vor etwa 3-4 Wochen. Du kannst immer noch aussagen, krass. Ab und zu mal, Bro. Und ich sag dir so, ich sag dir auch noch warum, aber der Abend hat mir so gezeigt, uff, es schießt mich an. Es schießt mich wirklich an. Ich bin langsam paranoid, Bro, checkst du? Auf jeden Fall, ich gehe da rein, Bro, irgendwann kommt einer und so im Rauch. Bist du mal da beim Raucher gewesen, im Long Street? Ja, ja, Bro, das ist unschuldig. Die Sardellenbüchse, geräucherte Lachs dort. Alles ist dort. Checkst du? Okay. Okay. Auf jeden Fall, ich gehe rein, Bro. Einer kommt zu mir und macht so den. Kennst du den? Er so. Zuerst mal anschauen. Aha. So, hey. Ich so, es läuft. Hat er schon mal jemand gesagt, du siehst aus wie der von Kurz und Bündig? Ich so, brrr. Ich so, höre ich wirklich viel. Er so. Er so, du bist, gell? Ich so, nein, nein, Bro, du verwechselst mich. Er so, Bro, hey, Franz, gell, du bist? Ich so, nein, Bro, und das ist so laut in dem Club, weißt du? Nebendran der Amos am. Bei der Verwehr! So, ich nehme es am Spielen, Bro. Dum, 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 dum. Und ich so, nein, Bro, ich bin nicht. Weißt du, ich schrei. Nachher so, lüg mich nicht an, du bist, du bist. Wird immer lauter. Nachher gesagt, ja, Bro, ich hab Spaß gemacht, ich bin. Er so. Du denkst, bist krass. Nachher sagt er mir so, mal lüg nicht, du bist nicht. Bro! Ich so, okay. Er so, du bist gar nicht, Mann, erzähl nicht so Scheiß um, Mann. Und nachher. Ich so, ja, ich bin nicht, sorry. Dann drehe ich mich um, noch kommt ein anderer und sagt so, ey, Kurdi, weißt du? Ich so, hör mal, die sind kurz um mein Ding. Er hat mich an. Ich so, schau, die glaubt. Jetzt kommt mir etwas in den Sinn. Etwas. Ja. Ich habe mal ein Date gehabt und bin vom Highway gesehen. Oh, fuck. Ja. Und höchi Sushi-Laden.
vor dem Kino. Oh, ich weiß noch. Yeah, ich am Laufen, wir haben es schön. Und ich sehe jemanden, das war noch ziemlich so im ersten Jahr, glaube ich, von uns, erste Jahr oder so. Yeah. Und dort bin ich noch auf der Schiene, weil mich jemand lang angeschaut hat, so ein wie, was schaust. Ich kann es nicht ganz checken. Yeah. Dann schaue ich lang an, so, okay, Star Contest. Ja, ja. So, dann bist du das Problem, aber kann auch ja, ja, so, bist du aber weggeschaut. Ja. Vor allem, weißt du, wegen Begleitung, erst wegen dem, weißt du, noch krass, so. Das heißt, hey, Abi. Und nachher, ich schaue nachher so. Nein. Und bis heute ist okay, aber jetzt fängt es an. Ficke! Und er schreit. Und ich so, Bruder, ich küsse dein Herz, dass du unseren Podcast los ist oder das geschaut hast. Aber du hast glaube ich, ich bin der, der das bringt gegenüber dir. Ich mache den Witz auf dich. Nicht, yeah. Der Witz passiert nicht bei mir, Bruder. Bro, vor allem das Schlimme. Und du siehst, ich bin begleitet. Bro, das ist eben das Schlimme, Bruder. Ich meine, der Witz und so schön und lustig. Aber es hat ein Level erreicht, Bruder, wo zum Beispiel auch Leute kommen. Bro, ich bin am Chillen, Bro, weißt du? Und nicht mehr sind Leute. Und du könntest meinen, Bro, vielleicht ist das Freundin, vielleicht ist das Schwiegereltern, vielleicht ist das was weiß ich. Und dann sind es, oft sind es so noch 18, knapp 18-jährige Frauen, 19-jährige Frauen, die so von der Seite kommen: Hey, Ficker! Und ich so: Was machst du, Bro? Hör du. Ey. Oder ich habe letztens erzählt, ich bin am Laufen, auch in Begleitung, yeah. Auto fährt vorbei: Hey, Ficker! Bro, das ist mir auch passiert. Es war so ein März. Ich gehe einfach so, Bro, ich sehe einfach so den 4. März. Und ich so, wow, krass, ESL, yeah. Weißt du? Yeah, halte der an. Einfach mit zu der Straße. Halte der einfach so an. Ich so, was haltet der ESL jetzt an? Ja, so läuft jetzt. Und er so, hä, Ficker? Und dann ist so was, schau mein Screen, ich bin das am Hose gerade. Ich so, easy. Und dann, das ist schon lustig, aber dort in Begleitung, Bro. Ja, ja. Dort musst du doch, Bruder, dort musst du doch checken. Es könnte Freundin sein, es könnte Date sein, es könnte Cousine sein. Eben, okay, ich meine, das so, könnte auch alles drüß. Ah, alles gleich von der Frau sein. Yeah. Alles. Aber du siehst, Bruder, ich bin begleitet. Niemand nimmt mein Gesicht so krass. Mach nicht, Bro. Weil das Ding ist, komm zu mir. Die Person neben mir, die weiß, was im Podcast vielleicht zwischen uns läuft. Ja. Die weiß, ich bringe den Witz. Aber er hat das Gefühl, ich laufe innerhalb von zwei Wochen mit der zweiten Frau den Weg. Und er denkt sich wieder so, hey, du Ficker, weißt du? Ja. Nein, das ist wirklich unschuldig. Bro, letztes Mal bin ich im Achi dort, bei der Kanonengas. Mhm. Ich laufe vorbei, ich bin gerade mit dem Pelingo essen, Bro. Auto haltet da auf der Hauptstraße. Fenster runter. Hey, Ficker, Podcast! Ich drehe mich um, Bro, ich mache so. Hey, danke. Auf der Straße, Hauptstraße. Können wir Foto machen? Bro, ich so, Bro, ich will Foto machen. Er so, komm. Du so, Bro, nächstes Mal. Er so, hin und her, so, hey, also, ich entfolge dich jetzt einfach, du arrogantes Dich. Hey, Bro, unsere Gäste noch warten. Ich weiß, ja, machen wir eine Frage. Wir haben leid für die Gäste, aber eine Frage machen wir noch. Eine Frage. Machen wir noch. Einer geht noch. Bist du jemals in deinem Leben Ballermann gewesen? Nein, Bro. Mallorca? Nein. Okay. Einfach nicht meine Welt gehabt. So Ballermann, Mallorca. Du hast mal in deinem Leben Lederhose angehabt, Bruder. Ja, ja, aber das ist Oktoberfest. Dort bin ich auch dünn und dort habe ich mich auch wohl gefühlt. Und dort das gut gewesen, aber bin ich auch aus anderen Gründen an Oktoberfest. Eine Schiebe, wie sieht es mit der dritten Säule? Kompliziert. ja, so. Was nehmen wir? Wir sind die Frage am Suchen. Okay, Ja, da, No Not November, das finde ich spannend. Können wir darüber reden, ja. Genau. Weißt du, was No Not November ist? Ja. Wolltest du erzählen für unsere Leute, die es nicht wissen? No Not November ist einfach. November? November ist einfach. Nein, ist etwas, wo Männer einfach einen ganzen Monat lang nicht chupieren. Also ich glaube vor allem einfach nicht kommen. Nicht abspritzen. Genau. Sorry, ich weiß nicht, wieso ich das so gesagt habe. Aber einfach kannst du echt chupieren, bis bevor du spritzt. Theoretisch schon. Okay, ja. Du musst boah stark sein. Also. Ja, du kannst aber auch einfach Sex haben ohne zu chupieren. Und dann kommst du auch, weißt du. Dann würdest du auch verlieren. Ja, stimmt. Oder darum es geht darum, dass du nicht abspritzt. Ja. Auf jeden Fall,
Das ist es, ja. Ja. Und dazu zwei Gedanken von Dr. Jodler. Erstens, macht das nicht. Das ist nicht gut, weil euer Körper produziert viel zu viel. Ich bin kein Arzt, Bruder, aber Testo oder. Und das muss raus. Oder was weiß ich, oder? Und das muss raus einfach. Und ihr tut euch unnötig aufhalten und euren Druck und euren Stress erhöhen. So. Macht es einfach in einem gesunden Ausmaß. Und der zweite Punkt, den ich dazu sagen ist, überdenkt bitte, und das geht vor allem an Menschen eigentlich von jedem Alter weg, überdenkt bitte euren Pornokonsum. Weil es erschafft unreale Erwartungen. Es zerstört, es macht mit euch psychisch etwas so. Und also für mich nicht, weil ja, überdenkt ein bisschen euren Pornokonsum und vor allem überlegt euch, wo ihr die Pornos konsumiert. Wie zum Beispiel eine sehr bekannte Website hat letztes Jahr Masse Geld gemacht mit Pornografie von Minderjährigen. Und vor allem Pornografie von und mit Menschen, die gar nicht haben wollen, Teil davon sein. Ja. Das waren meine Abschlussworte. Ich habe sonst wollen sagen, aber ich kann jetzt, nachdem du den Schluss gebracht hast, nicht sagen. Kannst du nicht mehr? Nein, ich kann sagen, schicke den Besten, den ich gefunden habe, per DM. Und ich leite es weiter an andere, die es vielleicht interessiert. Ja. Genau, aber im November. Hast du mal mitgemacht? Nein. Okay. Also ich mal probiert, aber. Ich kann nicht. 3 Stunden. Einmal an ich denke so, komm, ich glaube, ist doch November nicht. Ich kann schauen. Also die Idee ist ja eigentlich, dass man das macht, damit man. Ich glaube, du machst schon aufmerksam auf Hodenkrebs. Ja, genau. Hey Bruder, ich schopiere nicht, wieso? Wegen Hodenkrebs. Oh shit, Bro, sorry. Krass. Nein, ich kann nicht. Ich wollte einfach. Aber weißt du, zum Beispiel. Cool wäre ja, also eigentlich ist das Ziel auch, dass du Leute aufmerksam machst. Mhm. Wie gehst du ins Büro? Hey, was läuft? Ich habe seit 2 Wochen nicht schopiert. Wieso? Wieso? Und direkt HR, Bruder. Direkt, ich schreibe HR. Wer hat gefragt, wie oft du chupiert hast? Es geht um Hodenkrebs. Ey, du bist ein bisschen gestresst. Ja, weißt du, ich habe nicht mehr gewichst in etwa 2 Tage. Aber für einen guten Zweck, Hodenkrebs. Aber wegen Hodenkrebs, wo ich gesehen habe. Hast du dich informiert über das? Nein, Bruder, ich kann es noch gut chupieren, schnell Geschäftswitz. Ja, man, so viel. Im Geschäft? Nein. Das ist kurz und wenig.